So, hallo und herzlich willkommen zur Dota 2 Asian Championship 2015 im Lower Bracket Runde 1 zwischen Wraith und Hellraisers. Diesmal ein bisschen, naja, sagen wir mal ein bisschen ernster als das letzte Game, was ja das All-Star-Match zwischen Team Evost und Team RTK war. Das war tatsächlich auch gar nicht so witzig, weil irgendwie All-Random-Deathmatch, weiß ich nicht. Ohne dass du halt Reverse Captain's Mode oder so machst, keine Ahnung. Am Anfang wurde ein bisschen geflamed, am Anfang wurde ein bisschen Spaß gehabt und dann, weiß ich nicht, dann war irgendwie der Spaß vorbei und Dota wurde gespielt oder All Random Deathmatch wurde gespielt mit bekannten Persönlichkeiten. Keine Ahnung. Oder es war halt einfach nur ich, der unlustig war. Kann auch sein. Nun gut, apropos unlustig, wir haben jetzt hier einen... Nein, Quatsch. Das Spiel ist in einem fortgeschrittenen Zustand. Halbwegs. Wir haben Hellraisers, die Void Wisp bannen und mit einem Juggernaut vorlegen. Wraith zieht nach mit einem Lion und Troll, wenn sie Nightstalker und Shadowfiend gebannt haben. Wieder der Nightstalker-Bann gegen Hellraisers, der wird wahrscheinlich in diesem Tournament doch nicht mehr durchgehen. Rubick ist der letzte Pick von Hellraisers. Gute Steals bisher eigentlich möglich. Battle Trance wäre optimal, aber Fingerhex und Earthspike auch. Dazu gibt es Batrider-Bans und einen Medusa-Bann auf der Seite von Hellraisers und Omni und Aix-Bann mit einem Immediate-Chen-Pick. Von daher Chen ist die Wahl von Wraith. Wraith. Chen, Lion und Troll haben wir die Wahl. Somit halt auch mit... Könnte eine Push-Strat in dem Sinne sein. Also auf jeden Fall ziemlich viel Push dabei. Wir haben Chen und wir haben Troll. Wir haben Lion für den guten Control, für das frühe Hex auf dem Juggernaut. Um halt gewisse Dinge abzuhalten. Rubick dahingegen, auch gegen Chen ein besserer Spieler. Kann halt liften, hat den AOE-Stun danach. In recht großem Range. Kann Hand of God stealen, was halt auch ein großer Stil wäre. Und jetzt mit Hellraisers picken den Titan dagegen, der sowohl im Anchor Smash als auch in der Ravage eine recht gute Möglichkeit ist, einen frühen Push abzuhalten. Da schon früh online wird. Und da eine recht gute Wahl auf jeden Fall dagegen ist. Ansonsten Synergien. Rubick Juggernaut ist eine der besseren Lanes. Wenn Juggernaut mit frühen Boots ist, kann Rubick halt liften, zurückwerfen und dann kann durchgespinnt werden. Deshalb bin ich gespannt auf den Offlaner, ob das halt jemand wird, der ein Held wird, der halt das irgendwie überleben kann. Man braucht halt irgendeine Art von Escape. Kommt halt ein Lift und der Spin. Und Headrest könnten eventuell sogar im Jungle gehen, weil die Lane reicht so an aggressiver Potenzial. Es sei denn, es kommt hier ein sehr aggressiver oder ein sehr guter Offlaner da rein. Das Problem ist, das können sie bisher noch nicht sagen. Andererseits, Wraith haben halt auch schon den Jungler mit Chen. Von daher wäre es nicht so greedy von Hellraisers jetzt auch mit dem Jungler zu gehen. Vielleicht einen Enigma zu picken mit Ravage und Black Hole. Einfach einen riesigen Teamfight-Potenzial zu haben. Und sodass sie nicht groupen können. Aber auch eine Art Jungler hier mit dem Sand King als erstes. Sand King kann immer den Dschungel nutzen. Und ist halt auf dieser Tri-Lane oben dann doch eher der bessere. Wird wahrscheinlich sogar, je nachdem welcher Offlaner kommt, die komplette Zeit im Dschungel verbringen können und sogar im Dschungel starten können. Kann durchaus sein, auf jeden Fall sich immer das Big Camp stacken. Eventuell sogar Double stacken. Wobei, ja doch, sollte eventuell gehen, wenn Rubick mal kurz vorbeikommt und mit einem Lift die Bäume cleart. Wäre eine Idee. Oder sogar hier mit einem Quelling Blade halt irgendwie die Bäume wegmachen, um Double Stacks zu machen. Irgendwie sich Level 3 zu holen, mit dem Sandstorm halt dann anzufangen. Könnt ihr sogar tun. Mit dem Chen kommen sie damit klar. Andererseits wird Chen halt auch frühe Rotationen machen und sehr viel Impact haben. Von daher muss Sand King halt schnell irgendwas tun. Sowohl Juggernaut als auch Titan sind doch recht stabile Laner. Sodass der Chen, wenn er denn mal rotiert kommt, nicht unbedingt einen hundertprozentigen Kill holen wird. Kommt auf an natürlich, was in der Mitte gepickt wird. Aber ich glaube, Hellraisers kommen mit einem sehr, sehr starken, Sand King-orientierten Dschungel-Bild da ganz gut klar. Viper wurde gebannt, wäre noch die Mitte gewesen, die am schwierigsten wäre für Chen zu ganken. Ansonsten müssen jetzt Hellraisers auf jeden Fall eine Mitte picken, die alleine klarkommt.
für Rave als Offlaner sollte irgendwas Evasive benutzt werden. Bristleback ist eine gute Idee, weil da halt durch den Spin überleben kann. Ansonsten weiß ich nicht, was mit Escape. Eventuell auch einfach ein Darkseer, der nicht auf die Lane kommen muss. Also ein Beastmaster, okay. Der hat durchaus die Möglichkeit, hier mit dem Wildschwein den Juggernaut so weit zu slowen, dass er nicht rankommt. Braucht auf jeden Fall Boots First. Und kann mit dem Wildschwein halt auch so lanen. Sollte, glaube ich, funktionieren. Haben wir halt auch den Roar für den Juggernaut. Und in der Mitte. Brauchen sie einen Gankeren hier. Juggernaut und Titan sind eher nicht so die Ganker. Von daher vielleicht sowas wie eine Quap, ein Pack. Wahrscheinlich ein Pack. Wäre hier eine ziemlich gute Wahl. Pack gegen Storm Spirit ist eine okay Lane. Ja, würde ich mir zumindest wünschen. Ansonsten eine Quap mit einem frühen Orchid wäre hier auch okay. Mal schauen, was es wird. Und es wird ein Zeus tatsächlich in der Mitte. Okay. Wir haben einen Zeus in der Mitte gegen Storm Spirit. Sollte okay sein. Gegen Beastmaster Hawks und generell auch so eine gute Sache. Gegen frühen Push eine gute Sache. Ja. Und wieder vorhin auf dem Zeus. Whee. Ja, dann schauen wir mal. Das erste Best of Three. Single Elimination. Wer hier verliert, ist raus. Das kann sowohl... Also es könnte sich, glaube ich, hier recht früh entscheiden. Wir haben einen Chen dabei. Chen wird entweder ganz klar hier den Gewinn herausziehen oder Hellraisers werden das halt im Teamfeld entscheiden. Also haben halt eine gute Möglichkeit, Gottem rauszuhalten, was Domspit halt direkt draufsippen kann. Aber ansonsten sieht es vielleicht ein bisschen arm aus hier. In der Sachen Re-Engage oder in Sachen halt einfach nur Sand King spotten. Gut. Boots first für den Sand King tatsächlich, okay. Vielleicht wird er damit einige Kills holen. Dann haben wir auf der Seite von Hellraisers Goddamn auf dem Sand King, der vielleicht mehr oder weniger viel Spaß im Dschungel haben wird. Mit dem Boots First bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Wir haben Artis auf dem Carry Juggernaut, Afoninch auf dem Zeus in der Mitte, Dread Support Rubick und Gorek auf der Offlane auf dem Titaner, der auch schon direkt gespottet wurde und jetzt gesehen wurde, wie er den Wort setzt. Düdüm. Und sehr schnell gedeht wurde. Schade für ihn. Wurde gesehen von NB, der auf dem Lion supportet, Chrissy in der Mitte, auf dem Storm Spirit, Jo macht das Ganze auf dem Troll Warlord, der haben wir im letzten Game. Haben wir auf dem letzten Game hier auf Techies gesehen und auf Zeus gesehen, weil er eine sehr gute Performance abgeliefert hatte. Ich hatte da, glaube ich, fälschlicherweise gesagt, das war ein Support, aber nein. Jo Carry auf dem Troll. Cast übernimmt im Chen den Wald und so guter Letzt auf der Offline Ryo. Ich hatte letztes Mal schon das Problem, Ryo würde ich ihn als FN nennen, der auf der Offline ist. Wie das halt schon hier öfters passiert, der Midlaner Chrissy wird sich jetzt erstmal die Rune nehmen und derweil der Support wird das Blocken übernehmen. Funktioniert hier semi gut. Haben halt hier leider den ersten Block ein bisschen verkackt. Von daher ist die Lane ziemlich gut für Afoninch. Das ist halt der Nachteil, wenn man den Support blocken lässt. Ja, das ist nicht so gut. Anscheinend wie der Midlaner drauf. Aber hey. Auch so kann er die Lane ein bisschen zurückziehen. Hat eigentlich eine ganz gute Zeit hier und kann halt auch die DNAs machen, wohingegen Zeus natürlich nur Last sitzen kann. Auch so eine Sache. Rayo auf der Top-Lane, natürlich Boar First, stört ja schon ganz gut, versucht den Pull abzuhalten, schafft es aber nicht. Wie sehen unsere Offlanes aus? Wir haben Gorek hier, der vom Lion halt rausgehalten wird, auch schon früh Punkt in Krakenshell, einfach um das Harris besser auszuhalten. Im Mitte, Chrissy gegen Zeus sollte recht even sein, aber Zeus hat, also beide haben Killing-Potential, wenn sie overextenden, wie das jetzt so ist. Rayo wird hier auch rausgehauen. Rayo hat generell die, weiß ich nicht, muss jetzt wahrscheinlich greedier spielen, hat mit dem Boar durchaus Möglichkeiten, sowas zu machen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wer die einfache Lane quasi hat. Schöner Pull hier rein von Hellraisers. Goddamn, kann das auch direkt farmen oder auch nicht.
Wurde übel gesmashed. Aber Ryo kriegt hier auch seine Erfahrung daraus. Positioniert sich gut dahin. Auf der Bottomlane haben wir Gorek, der auch wieder gut Harris abbekommt. Hat ja die Salve, passiert nicht. Hex und Stun wurden da benutzt. Und Lion ist jetzt nicht out of Mana. Muss halt noch ein Level warten oder einfach eine Clarity poppen, um wieder hochzukommen. Dread hat jetzt auch versucht, von hinten ranzukommen. Einfach um den Beastmaster davon abzuhalten, ständig hier XP zu legen. Ist aber immer noch Level 1. Das ist halt der Nachteil daran, leider. Kann aber auch Dread recht gut harassen hier. Liftet ihn zurück, versucht ihn zu bodyblocken und es sieht ganz... Na gut, okay, es hat nicht genug Space da, einfach um durchzuspinnen. Von daher, schöner Bodyblock, aber war ein bisschen frühzeitiger Engage, würde ich jetzt mal sagen. Goddamn kann halt die Wave farmen, muss aber halt aufpassen, dass der Creeper halt auch nicht in die gegnerische Creep Wave reinläuft, um halt aus Versehen einen, naja, einen Radiant Pull zu machen. Und das würde der Trailer definitiv nicht helfen. In der Mitte 17 zu 3 für den Zeus und tatsächlich nur 12 zu 2 für den Storm. Das Lane läuft nicht so gut für den Storm, wie er sich das hätte vorstellen können. Weniger nice, als ich erwartet habe und hat auch wesentlich weniger Last jetzt. Klar, generell Zeus hat da einfache Last jetzt zu holen. Aber liegt ein bisschen zurück. Bottle. Okay, Bottle ist ein Bottle Crown. Auf der anderen Seite kommt jetzt die Bottle raus. Auch sehr viel da drin. Magic Wand, Null Talisman, Boots. Für den Chen auch vieles. Goddamn Level 2 hat noch keine Stacks im Wald. Ich weiß nicht, sie legen halt sehr viel Fokus doch auf diese Lane hier unten. Ist aber Beastmaster Set jetzt Level 2. Hat soweit es okay. Sie halten die Lane eigentlich einigermaßen zurück. Das ist schon so. Aber ich weiß nicht, ob es das wert ist, den Sand King dafür hier halt komplett zu beanspruchen und ihm halt gar keine Stacks zu geben. Da bin ich mir halt absolut nicht sicher. In Mitte für Hellraisers läuft natürlich ganz gut. Kann sehr viel Harris auf Chrissy raushauen, hat aber auch schon 13 Stick Charges. Und sollte bei einem Go halt auch okay sein. Überlebt einen Bolt mehr. Tja, und auf der Offlane. Titan da, er hat den Level, aber hat halt gar keine CS. Ist halt für ihn das Problem, aber hey. Bei Ryo sieht es ähnlich aus, hat auch nur einen Last Hit. Von daher, die Offlane funktioniert ein bisschen besser für Hellraisers. Titan kann besser stehen, kriegt halt auch die Quick Wave zusammen. Und sie pullen halt gar nicht. Jetzt kommt der Wraparound, das könnte ein Kill hier werden. Chen kommt zusammen, ein Hellbear Smasher, nicht viel Control, aber sie haben halt auch einen Lion da. Jetzt wird der Go gemacht und Gorek muss sich halt jetzt hier verstecken. Da kommen die Support-Reactions und das sieht mir sehr danach aus, als ob dieser Gank gefällt ist. Jayo wird hier sehr low. Anchor Smash trifft, kann das Akro toggeln, kann er nicht, aber es reicht. Zwei Hits hätten noch gefehlt. Schöner Earthback auf 2 direkt am Ende von Lion, der dann auch geradeaus rauskommt. Failed Gank. Immerhin, Gorek überlebt, das haben eine Reaction rausgeholt. Aber nicht so gut gelaufen für Rafe, die leider mit dem... Mit dem ersten Chen Reaction auf Level, erste Chen Rotation auf Level 4 nichts rausholen. Aber immerhin ist Level 4 nach 5 Minuten. Er bannet halt den Wald nicht so lange, ist sehr lange drin, holt sehr viel raus. Hat auch die Pulls auf das Sidecamp laufen halt sehr gut für Hellraisers. Sollten jetzt hier vielleicht auf den Kurier aufpassen. Oh, 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 oh. Da müssen sie nicht aufpassen. Oh nein, nein, Leute, 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 der Kurier. Er sollte da nicht durchfliegen, denn die Creeps toggeln natürlich die Aggro vom Siege Creep runter. Für alles, was daherkommt. Ist halt auch das Problem, wenn man halt irgendwie im Sandstorm gerade farmt und dann kommt die Kurier dahergeflogen. Keine gute Idee. Aber nochmal gut gegangen, nur die Hälfte an dem verloren. Ja, da ist Chen, kommt ran, versucht hier den Kill zu bekommen. Ja, erstes dann. Kommt nicht ganz hin. Zeus kommt da tatsächlich weggelaufen, aber Chen kriegt den First Blood. Goddamn kommt rein, aber kann nichts machen, weil der Tower ihn leider absolut nicht fokussen will. Gorek ist jetzt aber hier. Stun ist das Boar. Ah, Stun nicht auf Kudan, von daher. Grizzly kommt hier weg, kann sogar turnen auf Gorek, aber kriegt natürlich auch keinen weiteren Kill. Rotation geholt, trotzdem Zeus geht down. Konnten unter dem Tower trotzdem nichts machen. Schade dafür. Aber immerhin jetzt das First Blood für Rafe, die mir mit der zweiten Chen Rotation irgendwas rausgeholt haben. Muss sich natürlich auch lohnen. Was sich halt nicht lohnt, ist bisher Hellraisers sehr, sehr wenig Fokus auf Sand King Stacks geholt. Haben jetzt halt hier einen Triple Stack, okay. Aber keine Ahnung, das wäre wahrscheinlich auch eher was für einen Juggernaut. Der auch in den Stats-Build geht.
Hier, 1-1-1 und auf Stats sieht man häufiger, es gibt 5000 Juggernaut-Builds. Muss ja, Ryo muss einfach aufpassen. Und nutzt den Omnislash als quasi Long-Range-Melee-Attack, um sich hier den Kill zu holen. Ryo da sehr aggressiv und war wohl ein bisschen, hätte gedacht, dass er hier irgendwie zu viel kann. Nicht ganz aufgepasst. Ja, Gorek Level 5, Ryo Level 4 gerade geworden. Also hier auf Lane von Beastmaster läuft nicht so gut. Dread ist jetzt hier in die Mitte rotiert, um da ein bisschen aufzupassen. Und Goddamn fängt an, seinen ersten Stack zu machen. Muss auch wieder passen, dass er die Creeps nicht holt, aber andererseits nicht so das Problem. Holt jetzt den Siege Creep her, der sich da tatsächlich auch sogar ein paar Lasts snackt hier. Ah. Nicht so toll, aber egal. Unten auf der Bottomlane haben wir jetzt erstmal Rotation von Hellraisers. Die versuchen an Geo ranzukommen, aber es reicht nicht. Kommen da einfach nicht hinterher, das ist bitter. Da kam Dread nicht rechtzeitig ran und da haben sie eine Vierer-Rotation für nichts. Das ist jetzt nicht ein großes Problem dafür. Also das sind jetzt auf der Bottomlane. Sogar Afroninch ist hingekommen und hat nichts rausbekommen. Problematisch. Chrissy auch schon Level 8. Ah, jetzt kommt. Okay, das Ulti kam hier raus. Hier kam der Engage. Allerdings eher nicht zum Favor von Hellraisers. Dread ist schon down gekommen. Chen hat sie da wieder überrascht. Versucht hier irgendwie zu dewarden, beziehungsweise einfach in die Rune zu securen. Aber das ging ein bisschen in die Hose. Wait, what? Tja, ging ein bisschen in die Hose, naja. Aber Chrissy ist jetzt hier eventuell auf Artis oder hofft, dass er irgendjemanden findet. Wird jetzt so angepult, macht tatsächlich einige Damage, bevor er spinnt hier. Healing Ward kommt raus. Bin ich sicher, ob er das überlebt. Das wird er wahrscheinlich nicht überleben, weil er zu greedy war und den Spin am Anfang nicht gemacht hatte. Und hat sich da einfach rampulen lassen. Auch wieder ein Fehler von Artis hier. Und ein bisschen greedy gespielt. Leider. Schauen uns gleich mal die Last Hits an. Die generelle Networth ist vorne bei Wraith, einfach weil sie den Chen haben und der Sand King nicht wirklich den Dschungel nutzen kann. Auch die XP ist jetzt weit nach oben gegangen, einfach weil die Kills jetzt kommen. Aber auch schon vorher, der Networth war vorher schon da. Die Kills kommen jetzt erst. Gorek versucht das ein bisschen auszugleichen mit dem Ancient Stack. Hat immer einen Triple Stack hier, den machen kann, aber nicht ganz durchbekommt. Ist zwar Level 6, ab Level 7 geht es am besten, hat aber einfach nicht genug Leben, um es halt überhaupt anzufangen. Goddamn farmt sich jetzt hier seine einigermaßen gestackten Stacks. Wenn er sich beeilt, könnte hier noch stacken. Nein, muss jetzt erstmal in die Mitte rotieren, wo Chrissy hier den Go macht auf Anfang. Und den kommt aber genau rechtzeitig. Ein bisschen über, naja, genau, das war das Ding. Also der hat ein bisschen überlagert die Stunts. Und hätten sie das nicht gemacht, glaube ich, wäre hier der Storm Spirit down gegangen. Gorek kriegt Ravage, wird aber einfach gedodged werden. Jetzt wird aber die Ravage gezündet, ja. Allerdings läuft er einfach noch in den Storm Spirit rein. Wow, well played. Mistakes were made, zumindest von Hellraisers recht viel. Haben hier die Stunts überlagert, sonst wäre er von den nicht down gegangen. Jetzt hier der Titan läuft halt einfach so in den Remnant rein und stirbt noch vor. Ja, noch vor der Ravage. Der Ravage erwischt ihn. Danach erst. Und die, das Tentakelmonster wirft ihn hoch. Danach kommt erst der Damage raus. Und dann wurde er schon vom Remnant gekillt. Von daher XP für den Storm Spirit, für Chrissy. Aber nichts für den Titan. Mistakes were made. 5-2 für Wraith. Die hier doch ganz gut vorlegen. Und halt auch mit dem Chen halt eine sehr gute Performance zeigen. Bisher Sand King 1800 Gold. Immerhin auf dem Weg zum Blinkdagger. Aber hat halt auch schon, hat auf der Safe Lane viel Momentum gemacht. Oh, Long Zip. Direkt auf Dread drauf. Wird hier hochgehoben, hat aber immer noch sehr viel Mana. Ich glaube, er hat eine Regen ohne gehabt oder was? Nee. Nicht ganz sicher. Long Zip auf jeden Fall. Goddamn. Wird hier geroared und geht hier auch noch down. Kurz vor dem Blink, Digga. Das ist bitter. Mac wird geholt. T1 Tower geht hier down. 7-2 für Wraith und ein T1 Tower auf der Top Lane. Nachdem auf der Bottom Lane, der schon ein bisschen früher down gegangen ist. Große Probleme für Hellraisers, die hier, muss man auch dazu sagen, halt auch ein bisschen die Underdogs sind. Also Wraith ist halt einfach ein
Was ein bekannteres Team. Mitte Tier 1 Tower geht auch down, wird denied, aber alle Outer Towers down für Rave, für Hellraisers. Und Rave natürlich auch jetzt mit dem Networth weiter nach oben und einigen großen Vorteilen, die sie hier nutzen werden und sich in besonders in Items niederschlagen. Beastmaster ist auf dem Weg zum Blink. Lion auch. Okay, Raiding Korea ist down gegangen. Egal. Chrissy wird bald sein Orchid haben. Und ja, Jayo farmt halt einfach so. Hat Yasha, glaube ich, fertig. Das war, glaube ich, im Korea. Aber... nee, okay, doch nicht. Blade of Alacrity im Stash, also noch nicht das ganze Yasha da drin. Dreadmill Invis Rune kann hier eventuell schön was scouten. Nee. Protected aber auch erstmal Gorek hier. Und steht auch sehr weit hinten. Vielleicht, weil er denkt, dass eventuell halt hier, ab hier fängt halt There Could Be Sentries an, die Zone. Von daher will er halt hier auf jeden Fall sicher gehen. Außerdem kriegt er halt auch noch so die Erfahrung von den Ancients mit, die er halt auch dringend braucht. Halt Level 13 wird bald erst Level 6. Und das ist natürlich Level 6 auf Rubick. Ein sehr wichtiger Timing. Gorek auch Blinkdigger First. Kein Mech auf der Seite von Hellraisers. Und es scheint auch keins generell zu geben würden. Technically haben sie die Healing Ward, die heilt viel, aber halt nicht dieser Burst Heal vom Mecha, den sie brauchen. Sieht nach dem Smoke hier aus für Hellraisers, sobald Gorek wieder da ist. Da ist auch der Smoke, ja. Und dann schauen wir mal, ob sie damit was erleben. Bislang ist recht viel von Rave im Jungle. Könnte vielleicht sein, dass sie da was bekommen. Aber Dread, ja, holt sich jetzt erstmal die Lane. Wird Level 6. Und Smoke von Hellraisers mit dem Blinkdagger gerade so fertig geworden. Aber halt auch der Beastmaster gerade den Blink fertig geworden. Hawk kommt raus, wird hier nichts scouten. Oder wollen sie in Roshan gehen? Das wäre die genau schlechteste Zeit hier. Aber nein. Sieht nicht nach Roshan aus, ist passend dafür. Der Blitz kommt hier raus, scoutet den Hawk. Aber könnte eventuell auch selbst gesehen sein. Gesehen worden sein. Nicht sicher, auf jeden Fall. Rave sticken zusammen, lassen hier keinen einzelnen rausgehen. Könnte generell ein schlauer Move sein oder generell gutes Positioning. Könnte aber auch sein, dass sie hier den Smoke gesehen haben. Nicht sicher. Rave bewegen sich schon mal Richtung T2 Tower. Machen jetzt den ersten Go mit Chain Creeps. Und immerhin haben jetzt hier Hellraisers den Bottom T1 Tower geholt. Können rotieren. Die Frage ist, was sie rausbekommen. Können eventuell Chain Creeps abholen. Aber mehr sieht es da erstmal nicht aus. Schauen auf, wann Rubick seinen ersten Spell zieht. Besonders halt von Chen sollte es interessant sein. Denn, ja, so ein Sandbag wäre schon cool. Hand of God ist klar gut, aber die wird jetzt erstmal so nicht rumliegen. Weiß nicht, was er bekommt, ob er Creeps bekommt. Oder ob er vielleicht einen Test of Faith bekommt. Purify noch nicht drin. Penitence. Von daher, Test of Faith wird wahrscheinlich das Richtige sein hier. Und außerdem, ja, eine Creep verloren. Jetzt sind halt Hellraisers die Gruppen. Versuchen hat irgendwas zu tun. Es sieht erstmal so nicht gut aus, hat auch der Networth-Graph zeigt halt eindeutig. Hellraisers haben halt einen Core da oben und Rave haben zwei. Der Midlaner ist halt, macht den großen Unterschied. Er fährt Avonynch auf 4000 Networth und Chrissy auf dem Stormspirit auf 7400. Trotzdem versuchen sie den T1 Tower zu bekommen. Das Problem ist, sie traden für den T2 Tower auf der Toplane, der schon down ist mit dem Chen. Wir stehen hier natürlich ganz gut. Der Tower wird einfach down gehen. Wenn auch Rave nicht so quasi dumm sein und da reinzugehen. Dafür standen Hellraisers einfach zu gut. Aber, wie gesagt, die Trades sind halt, wo Hellraisers definitiv den kürzeren zieht gerade. Smoke von Hellraisers. Mal schauen, in was sie reinlaufen. Finden hier den Lion. Okay, ist vielleicht nicht so eine gute Sache, die sie hier bekommen wollen. Komplett alles geblown. Haben nur den Lion verloren, immerhin. Und jetzt geht's in Roshan. Gorek mit der Invis-Rune wird sie nicht nutzen. Denn halt auch außerdem Rave wussten, dass Tidehunter nicht die Invis-Rune, also hat sie genutzt und hat sich danach nicht aufgedeckt. Das heißt, er wird damit bestimmt noch was nehmen. Wenn sie jetzt in Roshan gehen, wird er wahrscheinlich hier stehen.
Und werden hier jetzt wahrscheinlich auch mit Sentries arbeiten werden, aber nein. Kein Go auf Forschern. Vielleicht sehen sie es nicht. Vielleicht sagen sie, hey, wir traden dafür für ein T2. Und so sieht's aus. Glyphe nicht benutzt, doch Glyphe benutzt. Kommen Masterpiece. Sieht nicht danach aus. Von daher, der Tower ist einfach nur so down. Schauen, ob auch Goddamn hat irgendwas mit diesem Blinkdagger anfangen kann. Bisher war noch nicht so wirklich die Möglichkeit da. Rave vermeiden Fights und nutzen halt einfach, dass sie jetzt ganz einfach pushen können. Bisher ohne große Probleme gepusht. Kein einziger Tower wurde von Hellraisers verteidigt, so wirklich. Bisher waren sie noch nicht in der Lage dazu. Mal schauen, ob sie das vielleicht bei dem letzten T2 Tower auf der Bottomlane tun werden. So, der Rubik, der Hawk steht wieder da. Mal schauen, ob hier Sand King demnächst vorbeikommt. Goddamn wird wahrscheinlich gleich mit einem Sandstorm dahin jumpen. Ein bisschen Du-Du-Du machen. Okay, oder so einfach. Mit einem Blitz einfach holen. Das geht natürlich auch. Nächster Smoke von Hellraisers. Könnte sein. Sieht aber erstmal nicht danach aus. Nein. Der Go wird versucht auf dem Bottomlane Jo. Die beat aber einfach voraus. Und Hellraisers gehen weiterhin. Gehen in ihren Jungle, versuchen was rauszuholen. Das Problem ist aber wieder auf der anderen Seite. Sieht es halt so aus, als ob Rave mal wieder in den Tower pushen wollten. Chen ist zwar gerade noch nicht da. Ist in der Mitte. Hat eine große Armee an Skeletten. Und pusht halt einfach so dagegen. Damit sie halt auf jeden Fall hier Creeps haben. Das sie halt auch sehen, wenn Hellraisers von links nach rechts rotieren, um den Tower zu deffen. Aber jetzt kommt die Rotation. Die Frage ist, ob es irgendwas bringen wird. Wir haben hier NB in der Sideline mit dem Blinkdagger, der nur darauf wartet, einen schönen Impale zu holen, aber es sieht nicht danach aus, als ob Rave hier fighten wollen. Und der Tower steht noch. Immerhin, andererseits, Ryo kann hier in seinen Blink rein und direkt schön gemacht hier einfach raus. Oh, Dread lebt noch tatsächlich, kann hier sich tatsächlich einen Roar klauen. Ability passiv, ah, ist direkt wieder angegangen. Ah, das ist bitter gewesen. Das ist schön gemacht gewesen, aber ich bin nicht ganz zurückgegangen. Auf jeden Fall der Engage 2-2. Ups, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Merke ich schon gerade, ich habe zu viel auf den Rubik geachtet. Chrissy könnte hier down gehen. Oh, und Omnislash muss benutzt werden, um das CP abzubrechen. Und aber ein Solo-Kill von Artis hier auf Chrissy. Das ist tatsächlich ein großer Fight. Und das ist ein großer Pick-off gewesen. Suddenly, HR kommen ein bisschen raus aus der Ecke hier. Könnten den Top-Tower holen, aber das war noch J.O., der steht fest. Von daher nicht viel verloren für Rave, aber der Teamfight lief nicht gut. Sie waren halt irgendwie zu zweit dort und haben halt eine Initiation auf 4 gemacht, was halt irgendwie vollkommen Banane war. Vielleicht war ich deshalb so verwirrt. Dann einfach Ryo, der einfach reingeblinkt ist in den Rubik und halt auch direkt geliftet wurde. Und prinzipiell auch fast direkt down gegangen ist. Und dann waren halt irgendwie nur Rubik und den Beastmaster, der halt einfach da reingejumpt ist und nichts getan hat. War ein bisschen komische Aktion von Rave hier. Die Grafen sind gar nicht so weit runtergegangen. Aber immerhin Hoffnung für Hellraisers nach diesem Fight. Tja. Farm, farm, farm. Du, du, du. Zeus tatsächlich im Forstef gebaut. Kein Blinkdagger, wie viele andere vorne. Hat aber auch kaum Farm, von daher noch sehr weit vom Agens weg. Beim Dread, der, wie ich schnell eben anmerken wollte, tatsächlich in die Richtung des Aghanims geht. Also Initiation haben sie mit dem Titaner genug, mit dem Sand King genug. Von daher geht hier Dread auf ein frühes Aghanims. Gibt einem Rubik sehr viele Leben, die er braucht. Ist aber auch die Möglichkeit hier sowohl den Finger zu stealen, als auch eine gute Hand of God zu stealen. Ja, gut, aber das war's auch schon. Also nicht so das perfekte Game, aber halt die Hand of God ist groß. Und der Linefinger ist halt auch so eine große Sache, die man da stehlen kann. Linefinger ist aber auch sehr einfach, weil er halt direkt danach den Mana Burn machen kann. Das ist natürlich Mana Drain. T1 für T2 getradet. Wieder Hellraisers muss halt die Trades nehmen, die sie bekommen.
Becher für Jagger. Super Becher wird da wohl danach das Ziel sein, aber das wird noch einige Zeit dauern. Jäger kann auch nicht mehr so lange dauern. Ja, 3, 2, 1. Bitte. Aber immerhin jetzt wissen sie es und gehen nicht weiter. Aber ich glaube, die werden sie es auch vorgeschlagen haben. 5 Minuten für den nächsten Roshan. Ein recht kurzer Roshan. Ja, mittelmäßig. Ja, komplettes Mittelmaß. Genau, das Mittelding. Na gut. Jetzt aber eventuell mal ein Smoke von Wraith. Ne? Okay. Immer wenn sie so groupen, ist es meistens ein Smoke. Aber diesmal ist es nicht der Fall. Pipe wird es sein für Beastmaster. Und Pipe ist hier eine durchaus gute Idee. Gegen Zeus, gegen Rubick, gegen Sand King, gegen Ravage. Das ist natürlich das perfekte Item zum Aufholen. Und um Damage zu mitigieren. Mit einer Pipe, mit einem Mech, mit einer Hand of God sollten sie da eigentlich aus dem kompletten Initiation von Hellraisers schnell wieder rauskommen, wenn sie halt die Items rausbekommen. Wenn halt Chen hinten steht, wenn er halt dann gut reinkommt, um mal das Mech zu zünden, die Hand of God zu zünden, dann alle wieder hochzuheilen. Das ist halt das Ziel. Halt die Initiation überleben von Wraith, von Hellraisers und dann hoch zu mecken und zu turnen. Aber, naja. Hellraisers haben recht viel Burst Damage. Wenn das Epicenter mit der Ravage reinkommt, wenn Rubick halt irgendwie direkt den Chen hochhebt oder so, dann könnte es hier doch sehr schnell danach aussehen, dass sie halt eben hier nicht den Heal ganzen rausbekommen und dann sind sie halt wirklich low. Halt außerdem Beastmaster ist natürlich wichtig, vor dem Jump in halt die Pipe rauszubekommen. Und das ist halt beim Sand King Epicenter halt so eine Sache, weil er blinkt dich halt an und dann ist halt das Epicenter drin. Und du bist gestunt. Für 2 Sekunden ist Epicenter schon wieder vorbei. Ist halt vielleicht schwierig, die Pipe hier im richtigen Moment zu zünden, aber sie haben ja halt doch, da sie den Push-Line-Up haben, die Einfachheit, dass sie doch einfach Highground gehen können damit. Einfach Pipe zünden und Highground gehen. Auch mit den Chain Creeps. Sind recht wenig, was sie tun können. Sie können quasi ein Epicenter dodgen. Wie viel Damage ist es insgesamt? Ja gut, okay. 8 Pulses und 800 Damage. Die 400 Damage von der Pipe sind da nicht so großartig vorhanden. Aber es ist etwas, was sie mitigieren können. Ja, 400 Damage ignorieren und knapp 400-500 Damage wieder healen. So 200 Damage hier, hiermit, mit dem Mech nochmal 200 Damage. Ja, haben Wraith halt eine gute Möglichkeit, halt diesen ganzen Damage von Hellraisers auszuhalten. Die Frage ist halt, ob sie alles halt rausbekommen. Klar, irgendjemand wird bestimmt noch stehen. Die Frage ist, ob Storm da noch steht, ob Jayo da noch steht auf dem Troll, um halt auch das Ding dann zu turnen. Networth hat sich nicht viel dran getan. Wir haben immer noch 2 Cores von Wraith, die vorne sind. Und danach sogar noch 2 Cores von Wraith, die... Okay, ja. Die doch recht even sind hier. Nur die Position 5 mit Rubick und mit Lion sind sehr weit hinten. Aber Lion hat ja den Blinkdagger. Ist er sich auf dem Weg zum Arganims. So wie es scheint. Casual Cloak auch hier. Hat doch recht viel für den Support. Wobei Rubick halt noch sehr arm hinten ist. Und naja, Support-Items kaufen muss und sowas. Was man halt so tun muss. Jules ist auch da. Für den Sand King. Hat er auch mehr Überlebenschancen. Einfach nach dem Epicenter und am Sandstorm, wenn er halt auch gesehen wird und so. Ist eine ganz gute Sache dann. Aber Wraith smoken. Und Wraith wollen es wissen. Vielleicht gehen sie sogar einfach Highground. Weiß nicht, Peepus ist nicht da. Und daher scheint es eher Roshan zu werden. Haben wir geguckt, ob sie vielleicht einen Pickoff bekommen. Ansonsten einfach in Roshan rein. Peepers wird bald fertig sein für Wraith. Roshan, naja, dauert noch 1 Minute, von daher auch nichts hier für Wraith. Prinzipiell wissen, aber Hellraiser ist auch nicht, dass sie hier nicht drin sind, so wie es aussieht. Nee, haben halt keine Möglichkeit, das so wirklich zu scouten. Außer diesen Ward hier, der zumindest halt zeigt, dass sie halt jetzt zurückgegangen sind, okay. Ja, fühlen sie sich recht sicher. Das ist halt prinzipiell der Troll, der einfach so reingehen kann. Das ist halt so die Sache. Haben sie aber hier mit der guten Vision. Hätten halt durchaus hier vorbeisneaken können. Aber sehen halt auch die Lanes wieder. Alles nicht so wichtig.
Beide Teams farmen erstmal. Das Warten auf Roshan ist jetzt wieder angesagt. Rafe hatte die einfache Möglichkeit, Roshan zu scouten. Aber Hellraisers haben halt den wesentlich besseren Rush-Fight. Da müssen halt Rafe super aufpassen. Da, wenn sie da gecatcht werden, dann ist es halt sehr schnell der Teamfight vorbei. Wenn da eine gute Ravage into Epicenter reinkommt, dann ist der Teamfight genauso schnell vorbei, wie er angefangen hat. Oh. Longy Zip auf Dread. Und ja, da kann er wirklich nichts tun. Hätte damit mit Rune. War da nie eine Chance. Oh Gott, da im TP rein, aber es hat jetzt die Möglichkeit, eventuell Roshan zu machen. Aber ja, Rosh ist gerade gespawnt. Müssen sie dann jetzt noch scouten. Aber erstmal zurückgesippt. Gut, es ist ein Storm, der kommt halt auch direkt wieder. Und dann wird jetzt halt vorbereitet für den Rosh. Die Hawks stehen soweit ganz gut. Das wird Hellraisers wahrscheinlich wissen, denn die Hawks sind immer recht schnell down. Aber von denen sorgt dafür. Na, wollte hier ein Ulti zünden. Aber hat es doch nicht getan. Wir haben leider nicht diesen lustigen Stopp-Sound vom Ulti bekommen. Dieses schöne Klappen, was wir da haben. Schade. Aber Smoke jetzt. Und der Hawk, glaube ich, kam ein bisschen zu spät, um es zu sehen. Und Wraparound von HR soll es sein, aber sind sich doch nicht ganz sicher. Anscheinend doch kein Wraparound. Haben sie Vision? Nicht so wirklich. Und Gorek wurde jetzt hier gefunden. Oh, Ryo steht richtig gut hier. Wird er jetzt gefunden. Und wird erstmal down gehen. Hat hier einen Hawk geholt, einen Boar geholt. Okay, Gorek kommt auch mit einer schönen großen AP hier rein. Aber Omnislash trifft jetzt auch die Shenkreeps. Das ist bitter. Artis muss hier rausspinnen. Jetzt haben wir halt leider Hellraisers gar nichts mehr. Und das ist ein großes Problem. Jetzt müssen sie abhauen und prinzipiell für Rafe haben sie noch alle. Können hier chasen. Gorek wird hier down gehen. Artis ist auch noch ein großes Problem. Die Healing Ward hält ihn halt so weit am Leben, wie es nur geht. Aber es reicht nicht ganz. Gorek wird hier wieder gechased. Ja, mit dem Hex ist auch das Leben von Gorek beendet. Von denen kommt gerade so davon weg, aber ein 1:3 Trade. Die Ultis saßen gut, aber es war halt einfach kein Follow-up da. War halt nicht nötig, Sand King ist zu früh down gekommen, hat seinen Epicenter nicht gechannelt bekommen. Aber es war auch eine gute Position von Ryo, der da gut stand, quasi alles abbekommen hat, aber damit seinem Team einen easy Rush und einen 1:3 Trade beschert hat. Den Fight Recap habe ich anscheinend schon nicht mehr gesehen. Egal. Okay. Chrissy holt sich Degis. 10.000 Net Worth für Rafe vor Roshan. Und auch die XP ist langsam auf dem Weg zu 10.000. Zum magischen 10.000, wo diese tolle Linie ist, die einem zeigt, ich bin weit voraus. Einiges vorne. Rubik musste sich erstmal für den Ghost Scepter opten. Das ist wahrscheinlich besser. So hat jetzt immerhin zwei Stunts. Der Vortex ist eine coole Sache. Auf Rubik ist es halt so ein kleines Problem, weil er sich halt nicht bewegen kann dann. Was haben wir sonst noch so? Wir haben, naja, tatsächlich Artis, der jetzt langsam hinter dem Troll zurückgefallen ist. Von daher keine Artis vorne, der direkt von zwei Cores von Rafe gefolgt wird, sondern Rafe. J.O. ist weit vorne. Und übernimmt auch so langsam das Spiel mit BKB, Blink, Sentient Yasha und Vladis. Ist er halt sehr, sehr, ist halt hier so langsam der Carry, den Rafe brauchen. Sie haben den Storm. Storm macht viel Action, Storm macht Damage. Aber sie brauchen dann auch so einen fetten Carry, der drin steht und einfach den Damage verteilt. Und genau das ist J.O. halt auch so gerade geworden. Hellraisers bleibt nicht viel anderes übrig, als erstmal so der Base zu warten. Können halt der ganz guten D-Push machen, aber ansonsten keine Möglichkeit. Rafe nutzt das hier, um zu farmen. Ausgiebig. Arganim ist schon fertig auf Lion. Das ist ein frühes Arganim, ist noch nicht mal Level 16. Von daher hat immer noch einen Cooldown von 60 Sekunden tatsächlich. Und ja gut, der Damage ist nicht über 1000. Da macht der Finger auf Death ja gar nichts. Aber man kann ganz gut damit farmen. Trotzdem halt 60 Sekunden. Ich weiß nicht, ob man damit gerechnet hat. Ab Farmen fängt am meisten später an. Aber halt auch Rafe sehen, okay, hier wird erstmal nichts passieren.
Da kann man auch ganz gut erst mit den Fingern zum Farmen benutzen und Hauptsache halt irgendwie auf die Level 16 zu kommen. Denn das ist jetzt gerade mit dem Finger für einen ziemlich großes Level. Dauert aber noch ein bisschen. Ansonsten, alle farmen. Alle farmen. Alle farmen. Leute farmen. Farmen die gegnerischen Jungle. Farmen ihre eigenen Lanes. Farmen noch mehr eigene Lanes. Und finden Artis. Ups. Keine so gute Idee. Das ist das Problem, dass der Finger auf Cooldown ist. Und TP'd doch einfach raus. Das hab ich gemacht, aber Bash kommt, Bash kommt, Bash kommt nicht. Jayo. Da muss er noch ein bisschen mit dem Troll üben, damit das halt richtig sitzt. First Hit Bash kann man machen, aber halt zumindest Second oder Third Hit Bash sollte rauskommen. Bisschen schade dafür. Aber jetzt erstmal oben die Engagement. Hups. Rubik ist da. Schönes Ball Lightning hier. Und schöner Pickoff. Aber allerdings, jetzt erstmal noch das Oils. Und da kann Chrissy einfach wegholen. Das Oils war ein bisschen kontraproduktiv gerade. Aber Cast wird gefunden. Kriegt das Ulti ab. Und tatsächlich fast ein 2:0 Trade für HR. Und das kam genau richtig da. Ist schön wieder in den Fight zurückgekommen. Schöner Fight von HR hier. Auch nur den Shen bekommen, aber da war einiges. Besonders halt ein Ancient Creep. Und wahrscheinlich auch das nächste Ancient Creep hier. Mit dem Frenzy. Das ist auch noch down. Hellraisers? Aber ist das ein Zeichen von meinem Comeback? Die Grafen sehen wir gleich mal. Wobei das nicht so viel war, aber das war halt. Es war ein Pickoff. Sie zeigen zumindest, dass sie 2 gegen 5 doch schon was tun können, okay. Aber immerhin sind sie noch drin. Sie können doch irgendwas tun. Chrissy kann jetzt halt nicht alles tun, was er will. Es ist ein Anfang. Lion struggelt so ein bisschen auf Level 16 zu kommen. Ist halt so ein größerer Schritt. Kann man halt nichts tun. Und macht aber jetzt trotzdem den Initiation, ist nicht Level 16, aber kann trotzdem hingehen. Allerdings ist der Rest da. Ball Lightning war von Rubik. Und erstmal passiert nichts. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt Rafe eventuell darauf vorbereiten, Highground zu gehen. Aber sie brauchen eigentlich halt einfach einen Pickoff. Sie brauchen einen Pickoff. Klar, mit der Pipe und so haben sie schon viel Damage Mitigation, aber sie brauchen irgendeine Art von Pickoff. Aegis ist respawned, dementsprechend halt Regeneration Rune nutzen, aber ja, diese Regeneration Rune von der Aegis ist doch ein bisschen schneller weg als die eigentliche Regeneration Rune. Und dementsprechend kann hier Chrissy nicht schnell genug sippen, bis es weg ist. Es waren ungefähr 400 ja, Damage, 400 Life und Mana Regeneration pro Sekunde. Okay, ne, live nicht, aber Mana-Regeneration. Prozentual wohl. Oh, da wird jemand gefunden. Da ist ein Lion. Kann er schnell wegblinken? Nein, kann er nicht. Und geht hier. Oh, kann es machen? Kann er mal einen Finger machen? Oh, schöner Finger. Nochmal zum Ende. Aber Hex gestohlen. Oh, schön, ganz schnell hier geturnt, dass Rubik halt dann nicht den Finger bekommt. Schön gemacht. Gorik hat jetzt halt auch ein schöner Turn und Lion halt lebt immer noch und haben sie tatsächlich in einen 2:0 Trade umgedreht. Haben den Lion nicht tot bekommen. Was ist das denn? Klar, hat Nagenims, aber 1300 Leben hatte ich jetzt nicht so erwartet. Krasser Turnaround, aber halt auch krasse Stunts, die hier von Lion rauskamen. Wurde hochgewirbelt, hat tatsächlich nicht direkt den Lift bekommen. Ich glaube, es war ein Lift im, ja, der Lift wurde vom Oils oder so überbrochen und dann hatten sie kein Follow-up mehr. Und dann kam halt einfach der Stun raus und dann BAM. Ja, ein paar Ancient Creeps sind schon im Siege dabei, aber trotz der Pipe können sie da nicht, absolut nicht committen. Goddamn findet hier dieses Mal Chrissy, aber wieder ist Lion da. Hat jetzt tatsächlich auch ein bisschen Omnislash weggenommen, konnte es aber nicht so weit machen, dass er jetzt wirklich komplett abnimmt. Finger ist gleich wieder ready. Aber nicht schnell genug. Lion stirbt kurz vor Level 16. Und wieder mal 2:0. Hellraisers können chasen. Aber halt auch nur, wenn Rafe nicht turnt. War halt jetzt so, dass sie halt disengaged sind, haben noch zwei Strangler gefunden. Tatsächlich sogar Chrissy und Lion. Sehr mobile Helden, aber waren halt gerade außerhalb des Blinks. Storm's Rift mit dem Bloodstone kommt sehr schnell wieder. Hellraisers versuchen aber trotzdem halt vielleicht ein T2 rauszubekommen.
Allerdings wird er heftig verteidigt werden. Creeps Inhalt auch da. Splash Attack. Vom Ancient Black Dragon. Der allerdings sonst nicht so viel hat. Jetzt kommt direkt die Initiation auf Ardis und sehr schneller Kill darauf. Soysu, der wird benutzt, aber direkt von Hand of God wieder ausgeglichen. Goddamn, kommt da noch so raus. Kann auch nach dem Ulti halt rauskommen. Auch Jayo wieder keine Bashes. Ist geändert? Nein, das ist doch Bash-Chance 10%, ja. Nicht so gut. Dread wird auch noch gefunden. Poppt nochmal kurz den Smoke davor. Und schnelle Fights umgedreht wieder auf der Seite. Hin und zurück geht es. Im Prinzip sind Rafe aber voraus und kriegen halt auch die nötigen Return-Kills darauf, einfach um halt hier auf die Highground zu gehen. Rafe können halt jetzt einfach Highground gehen. Juggernaut ist down. Rubik wird wohl kaum Buyback haben. Wie sieht's aus? Juggernaut hat Buyback. Könnten sie also durchaus einen Buyback forcen. Allerdings, oh, zu spät von Goddamn. Der jetzt tatsächlich einfach gefingert wird. Ist Level 16 erst geworden. Oh, Finger of Death, immer noch 60 Sekunden auf Cooldown. Schade. Aber immerhin Buybacks geforst und noch einen Kill geholt. Zwei Buybacks geforst. Schöner Engage für Rafe und sehr viel, was da an ja, XP lost ist. 900 Gold hier verloren, Buyback von Jugger auch geforst. Der Networth geht nur weiter nach vorne. 14.000 für Rafe vorne und auch 12.000 XP vorne. Da ist wenig zu tun. Hellraisers können deffen, aber es sieht nicht so gut aus. Wir sind Best of One. Single Elimination. Hellraisers werden hier fighten. Die Frage ist, ob es irgendwas noch bringt. Die bleiben da drin. Aber ja. Sieht schlecht aus. Lion kriegt hier tatsächlich auch sehr viel Space hier. Haben schon das Agamemnon fertig. Ich weiß nicht, was er danach will. Entweder ein E-Blade oder ein Refresher. Okay, nein, ein Refresher wohl nicht. Ein E-Blade wäre hier ganz cool. Aber das wird noch eine Weile dauern. Ich glaube, er wird auch erstmal Support Items kaufen, damit Chen. Ja gut, Chen hat auch Argas, von daher. Weiß nicht. Ich glaube, da würde ich tatsächlich sogar MB jetzt hier priorisieren. Smoke von Rafe kommt, aber Hellraisers sind da, glaube ich, recht vorbereitet. Stehen recht gut. Dredge steht leider wieder vorne. Das ist halt keine gute Idee. Finden jetzt hier Afoninch. Und direkt drauf. Goddamn, auch wieder drin. Kann kein Epicenter, kann gar nichts zünden. Jayo wird hier ein bisschen vom Omnislash down bekommen, aber bringt nichts. Buyback von Afoninch. Direkt hier auch das Zeus-Ulti rein. Gorek ist da mittendrin. Oh, in 4 Sekunden hat er hier nur die Ravage. Aber es wird zu spät kommen. Raves sind einfach drin. Ah, das versucht raus zu TP'en. Schafft es nicht. Geht down. Gorek kann rechtzeitig in Sicherheit TP'en, aber der Schaden ist getan. Soweit ich das hier sehe, war das ein 4 zu 0 plus Buybacks oder ein 3 zu 0 plus Buybacks? 3 zu 0 plus ein Buyback. Katastrophaler Engage für Hellraisers. Ist schöner Smoke, aber es lag halt auch nicht im Smoke. Da haben halt hier den Zeus gefunden und dann Gorek. Oh, kein Mana finden. Na doch, Stick Charges sorgen dafür. Bats! Kommt er hier rein. Jayo klaut sich den Kills mit den Äxten. Und ja, so ein Level 16 Finger. Level 3 Finger, technically. Macht schon viel Damage. Auch wenn Titan eigentlich ein fetter Hero ist. Holy fuck, ist der tief drin. Chrissy sehr aggressiv vorne. Hat auch die Aegis. Will das jetzt einfach nutzen. Will Space createn für die Mitte. Ist einfach tief drin. Weiß er, dass nur noch solche Supports draußen sind. Und weiß, wenn er hier down geht, dann dreht er direkt mit der Aegis wieder auf und danach halt auch mit dem Bloodstone. Von daher. Space createn. Long Range Zips. Und das Game hier turnen. Oder das Game hier entscheiden. Für Rafe und das sieht es danach aus. GG Call in wenigen Minuten. Ein letzter Fight ist, glaube ich, noch drin, denn sie haben Ravage und sie haben Juggernaut dann wieder. Aber es sind schon zwei Lands of Flex down und wenn Rafe sollten wahrscheinlich hier B gehen, bin ich mir nicht sicher, ob sie es tun werden. Full Initiation von Goddamn eigentlich tatsächlich hier. Versuchen hier ein B zu bekommen, aber ein B ist heftig tanky. Wird hier tatsächlich trotzdem down kommen. Allerdings engagen sie jetzt ohne Titan. Das ist vielleicht keine gute Idee. Chrissy kommt hier rein. Direkt der Kill darauf. Goddamn ist wahrscheinlich der nächste zu followen. Juggernaut schon wieder down. Hat Buyback eventuell da. Ravage kommt jetzt raus. Bringt leider nichts. Kann nicht mal Chrissy abhalten. Chrissy der Fortens. Hat die Aegis immer noch. GG nach einem 4 zu 1 von Hellraisers, die jetzt leider aus der Dota 2 Asian Championship ausscheiden, nach einer sehr überzeugenden Performance von Rafe. Chrissy, Storm Spirit und noch in der NB Lion haben hier eine richtig starke Performance abgeliefert und das Game und Rafe damit in
im Lower Bracket, aber immer noch im Lower Bracket gehalten. Und daher geht's für diese morgen weiter. Wir haben noch einiges vor uns. Wir haben noch drei Lower Bracket Spiele. Je nachdem, wie weit die sich verzögern, könnte es halt auch sein, oder wird es sehr wahrscheinlich sein, dass wir nicht ganz alle drei schaffen. Denn es ist Freitagabends, Abendstermin und so. Aber trotzdem, das nächste Spiel, was gleich folgt, und mit gleich meine ich mit Umziehen und Gedöns, was halt noch fehlt, ist LGD gegen IG. Auch ein sehr spannendes Match. Vielleicht nicht so eindeutig wie jedes, was wahrscheinlich in den Bets mal ganz kurz nachhaltig nachgucken. Hellraisers gegen Rave. Tatsächlich hat Hellraisers 60% Bet-Winrate bekommen, eine Betting-Wahrscheinlichkeit bekommen. 60% dachten hier, dass es tatsächlich Hellraisers gewinnt. Aber je nachdem, wo man fragt, vielleicht auch andere Dinge. Vielleicht andere Voraussagen. Okay, das war Rave gegen Hellraisers. Rave advancen vorwärts, Hellraisers sind eliminiert. Und gleich folgt LGD gegen IG. Bleibt dran.